Noch sind es 4 Jahre hin, bis er die Geschicke lenken wird. Roland Geier ist der neue Intendant des Bregenzer Festspielhauses. Bis Ende April dauerte die Ausschreibung. Jetzt hat sich der Vorstand entschieden. Wir haben viele Bewerbungen gehabt, haben viele Gespräche geführt. Wir haben auch viele Leute selbst angesprochen. Und es gibt sehr interessante jüngere, also mittlere Generation, wo wir einfach ein bisschen Sorge hatten, weil man diese Fundamente, die eben jemand haben muss, um ein Haus unserer Größe zu führen, fast voraussetzen muss. Und die Vorgabe David Bountney und Alfred Wortmann war hoch. Und deswegen haben wir uns für Roland Geier entschieden. Ab dem Jahr 2015 wird Geier die künstlerische Leitung übernehmen. Ein Jahr später folgt der Posten des Geschäftsführers. Denn Roland Geier ist momentan noch Intendant am Theater an der Wien. Sein Vertrag dort endet erst 2016. Der Vorstand ist dennoch überzeugt von ihm. Ein entscheidender Vorteil gegenüber Pountney sei, dass Geier in Bregenz wohnen werde. So könne er ein sehr präsenter Intendant werden. Ansonsten gehen wir davon aus, dass das Fundament Bregenzer Festspiele durch die letzten Jahrzehnte doch recht stark geworden ist. Genügend Basis bildet, um darauf ein bisschen weiter aufzubauen. Jedes künstlerische Unternehmen braucht Innovation. Von Jahr zu Jahr müssen auch neue Künstler gewonnen werden und jeder Intendant hat seinen Kreis und wir gehen davon aus, dass ab 2015 hier auch etwas Neues in Bregenz passieren wird und das ist gut so. Vor allem ein Problem will Geier während seiner Intendanz anpacken. Das Festspielhaus werde oft nur einseitig wahrgenommen. Die Öffentlichkeit dürfe nicht nur die Seebühne sehen, sondern das Gesamtprogramm an Konzerten und Schauspielen. Und so stelle ich mir vor, dass ich das Programm entwickle, dass ich das Programm kreiere, dass sowohl die große Menge des Publikums, der 150.000 bis 200.000 Besucher, die hier eigentlich nur ausschließlich wegen der Seeoper kommen, als auch die Kunstwelt auf diese Bregenzer Festspiele nach ein paar Jahren schauen. Das wird nicht im ersten Jahr sofort gehen, sondern es muss sich langsam entwickeln. Aber Schritt bei Schritt sollte das eigentlich so nach 4, 5 Jahren, sollte sich das entsprechend herauskristallisieren und auch dann verifizieren, dass das funktioniert. Ein kreatives Programm und innovative Anregungen. Der neue Intendant scheint die Zukunft des Festspielhauses bereits jetzt fest im Blick zu haben.